Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und eine Fußball-Weltmeisterschaft findet in Katar statt. Irgendwas passt da für euch nicht so richtig? Dann geht's euch wie vielen anderen auch. Das Turnier in der Wüste, das ist extrem umstritten, aus vielen Gründen. Wir checken heute mal zwei der großen Kritikpunkte an der Winter-WM statistisch und zeigen euch, wo man dabei sehr schnell auf richtig krasse Probleme stößt. Ich bin Daniela und sag Hallo zu einer neuen Folge Zweifelsfrei. Zuallererst für alle, die in Erdkunde nicht so richtig genau aufgepasst haben, Katar liegt hier, auf der arabischen Halbinsel am Persischen Golf. Und außerdem ist es etwa halb so groß wie MacPom und fast komplett mit Sand bedeckt. Die geringe Größe des Landes sehen die FIFA und die Veranstaltenden in Katar als Vorteil. Sie setzen auf eine WM der kurzen Wege. Und das stimmt auch erstmal. Die Spielorte, die liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Das Problem? Viele dieser kurzen Wege, die mussten erst neu geschaffen werden. Und ja, das ist teuer. Ein neuer internationaler Flughafen, ein neues Metrosystem, Hotels, Autobahnen und Hightech-Stadien. All das hat die Kosten für die Winter-WM ziemlich nach oben katapultiert. Genaue Zahlen zu finden ist allerdings so gut wie unmöglich, weil das autoritär regierte Emirat Katar einfach keine bzw. keine glaubhaften Zahlen herausgibt. Deshalb müssen wir hier auf Schätzungen zurückgreifen und die liegen bei 150 bis 220 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, das ist mindestens 10-mal so viel wie bei vorherigen Turnieren in Russland, Brasilien, Südafrika oder der Sommermärchen-WM in Deutschland 2006. Was man allerdings dazu sagen muss, die Infrastrukturprojekte sind auch alle Teil von Katar 2030, so heißt der wirtschaftliche Entwicklungsplan für das Emirat. Die WM 2022 ist darin aber ein extrem bedeutender Punkt und ohne die Neubauprojekte könnte die WM so auch nicht funktionieren. Ja, und das gilt vor allem für die Stadien. Von den 8 WM-Spielorten mussten 6 komplett neu gebaut werden und die anderen beiden, die sahen vorher so aus. Ja, und waren nach dem Umbau ein paar Stockwerke höher. Kostenpunkt geschätzt irgendwo zwischen 3 und 10 Milliarden US-Dollar. Und auch nach der WM fallen wieder Kosten an, denn einige der Stadien, die werden direkt nach dem Turnier wieder verkleinert und rückgebaut. Und ja, das ist genauso nachhaltig, wie es sich jetzt anhört. Diese WM, die verschlingt also astronomisch viel Geld, könnte uns ja aber eigentlich egal sein, oder? Ist ja schließlich das Geld anderer Menschen, also was soll's? Ja, da gibt's nur ein bzw. in diesem Fall mindestens zwei Probleme. Wenn solche Unmengen an Kohle ausgegeben werden, dann zahlt immer irgendwer den Preis. Und in diesem Fall vor allem die Umwelt und die Gastarbeiter. Problem Nummer 1. Katar hat schon jetzt von allen Ländern weltweit den höchsten CO2-Verbrauch pro Kopf. Trotzdem verspricht die FIFA eine klimaneutrale WM. Das heißt, die entstandenen Emissionen, die sollen wieder ausgeglichen werden. Und das Turnier selbst soll so klimaschonend wie möglich stattfinden. Dazu hat die FIFA eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Auf 56 Seiten werden viele Projekte genannt, die wir hier nur anreißen können. Zum Beispiel rückbaubare Stadien, Personentransport mit ÖPNV oder der Einsatz recycelter Baumaterialien. Aber reicht das? Kleiner Spoiler, wird eng. Nach FIFA-Angaben werden für die Fußball-WM, die übrigens nur 29 Tage dauert, 3,6 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Nach Recherchen des Fußballmagazins Elf Freunde ist das mehr als Länder wie Mali oder die Demokratische Republik Kongo in einem ganzen Jahr verbrauchen. Umweltorganisationen werfen der FIFA vor, dass sie die CO2-Emissionen deutlich zu niedrig ansetzt und Greenwashing betreibt. Also versucht, sich nachhaltiger darzustellen, als sie schlussendlich ist. So seien zum Beispiel die 900.000 Tonnen CO2, die die FIFA für den Bau und Betrieb von Stadien angibt, deutlich zu gering. Das berichtet Carbon Market Watch, eine Non-Profit-Organisation, die sich auf das Untersuchen von CO2-Emissionen spezialisiert hat. Nach ihren Berechnungen ist allein der Bau der Spielstätten mit 2,06 Millionen Tonnen CO2 mehr als doppelt so hoch. Weil die übrigens komplett klimatisierten Stadien nicht leer bleiben sollen, müssen natürlich noch die Fans anreisen. Und weil Katar nun mal da liegt, wo es eben liegt, kommt hier wohl bei allen Fans und auch Mannschaften das Flugzeug zum Einsatz. Die FIFA, die rechnet dafür mit knapp 1,9 Millionen Tonnen CO2. Aber, Überraschung, auch das wird wohl nicht reichen, denn es gibt mal wieder ein Problem, die Hotelbetten. Die sind nicht irgendwie unbequem oder zu kurz. Nein, es gibt einfach zu wenige davon in Katar. Offizielle Angaben sprechen von 100.000 Betten. Verschiedenen Berichten zufolge sind es aber nur 30.000 bis 45.000, also noch nicht mal die Hälfte. Deshalb hat Katar mit seinen Nachbarstaaten Pendelflüge vereinbart, und zwar bis zu 160 pro Tag. Das heißt, Fans schlafen in Bahrain oder Dubai, hüpfen ins Flugzeug, fahren dann mit der Metro, vorbildlich klimafreundlich, ins Stadion und reisen nach dem Spiel wieder mit dem Flieger ab.
Die KollegInnen von der Sportschau, die haben mal nachgerechnet. Insgesamt können so über 3.500 Flüge zusammenkommen. Der Satz WM der kurzen Wege, der kommt also mal so gar nicht hin. Es wird eher eine WM der kurzen Flugstrecken. Ja, und vor allem auch eine, die so gar keine gute Klimabilanz in Aussicht stellt. Wie seht ihr das denn? Schaut ihr euch die WM an oder fliegt ihr vielleicht sogar zu einem Spiel in die Wüste? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. In Sachen Klimabilanz haben sich die FIFA und Katar aber auch was überlegt. Stichwort Aufforstungen. Bis 2019 habe man bereits 16.000 Bäume und fast 700.000 Sträucher gepflanzt. Leider müssen diese wegen der klimatischen Bedingungen in Katar aufwendig bewässert werden. Das Problem, in Katar muss Süßwasser durch aufbereitetes Meerwasser produziert werden und das verbraucht eine Menge Energie, ja, und damit halt auch CO2. Laut des Magazins Elf Freunde verbraucht Katar, um 1000 Liter Meerwasser zu entsalzen, bis zu 8,5 Liter Öl. Ja, und Aufforstungen bringen natürlich auch nur dann was, wenn die Pflanzen mehrere hundert Jahre überleben. Eine klimaneutrale WM ist unter diesen Voraussetzungen mal vorsichtig formuliert sehr unwahrscheinlich. Überleben trifft leider auch ziemlich genau den Kern von Problem Nummer 2 bei dieser WM, die Situation der Gastarbeiter. Seit Jahren kursieren in verschiedenen Meldungen und Berichten von Menschenrechtsorganisationen unterschiedliche Zahlen zu verstorbenen Gastarbeitern auf den WM-Baustellen. Die FIFA und Katar, die zählen ganze 3 tote Arbeiter, die während der Ausübung ihres Jobs gestorben sind. 37 weitere Todesfälle sollen angeblich nicht im direkten Zusammenhang zur Arbeit gestanden haben. Insgesamt kommen die also auf 40 verstorbene Gastarbeiter. Das ist viel, allerdings deutlich weniger als zum Beispiel die renommierte englische Zeitung The Guardian berichtet. Nach Auswertungen offizieller Daten aus verschiedenen Ländern, deren Bürger Gastarbeiter in Katar sind, seien seit der Vergabe der WM im Jahr 2011 bis Ende 2020 mehr als 6.500 Arbeitsmigranten gestorben. Die meisten Toten, die kamen demnach aus Indien, Nepal, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka. Die verstorbenen Arbeiter aus Kenia und den Philippinen, die sind in der Auswertung außerdem gar nicht mal enthalten. Katar bestreitet die Ergebnisse der Recherche nicht, aber sie sagen halt, bei gut 2 Millionen Gastarbeitern im Land sei die Sterberate im erwartbaren Bereich. Was bei der Zahl des Guardian allerdings mitgesagt werden muss, bei den 6.500 Toten sind auch verstorbene Gastarbeiter mitgezählt worden, die nichts mit den Arbeiten an der WM zu tun hatten. Einen großen medialen Aufschrei verursachte 2021 auch ein Bericht der Organisation Amnesty International. Darin ist die Rede von mehr als 15.000 toten Nicht-Kataris von 2010 bis 2019. Allerdings beziehen sich auch diese Zahlen auf alle Gastarbeiter in Katar und nicht speziell auf die WM-Arbeiter. Wie viele Menschen auf den Baustellen der Wüsten-WM gestorben sind, das lässt sich abschließend also nicht präzise sagen. Die Zahlen sind vermutlich geringer als die des Guardian oder von Amnesty International, aber wahrscheinlich auch sehr viel höher, als es die katarischen WM-Organisatoren und die FIFA zugeben wollen. Denn bei deren Angaben ist es genau andersherum. Hier wurden nur Menschen gezählt, die auf den Stadionbaustellen verstorben sind. Andere Infrastrukturprojekte, die es vor allem wegen der WM gibt, die wurden gar nicht erst berücksichtigt. Woran sind die Arbeiter gestorben? Ja, wenn man die katarischen Organisatoren fragt, dann bekommt man eher keine zufriedenstellende Antwort. Die Ursache sei nach Angaben von Amnesty International bis zu 70% der natürliche Tod gewesen. Allerdings werden Gastarbeiter in Katar nicht obduziert. So genau weiß man das also nicht. Sie müssen aber vor der Einreise einen Gesundheitstest bestehen. Dass gesunde, oft junge Menschen einfach so tot umfallen, das klingt erstmal unwahrscheinlich, ja, bis man sich die Arbeitsbedingungen anschaut. Menschenrechtsorganisationen, die berichten zum Beispiel, dass Arbeitsmigranten oft bis zur Erschöpfung arbeiten müssten. An Maximalarbeitszeiten werde sich auf den Baustellen nicht gehalten und dazu sind in Katar Temperaturen über 40 Grad absolut keine Seltenheit. Diese Kombination aus Hitze und körperlicher Schwerstarbeit, die ist akut lebensgefährlich. Außerdem seien Arbeiter auf den Baustellen schlecht gesichert. Es gäbe immer wieder schwere Unfälle und die Situation in den Unterkünften, die ist oft auch nicht besser. Arbeiter müssen oft in Gruppen zusammengepfercht in winzigen Baracken wohnen. Betroffene berichten von Bettwanzen, von wenig und wenn dann schlechtem Essen und unhygienischen Sanitäranlagen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren wollt, dann findet ihr in der Infobox den Link zu einer ARD-Doku, die wir euch sehr empfehlen können.
Es sieht also so aus, als ob die Situation der Gastarbeiter in Katar nicht einmal menschenwürdige Mindeststandards erfüllt. Und zu der Anzahl an gestorbenen Arbeitern gibt es von den Organisatoren auch nur sehr zweifelhafte Angaben. Auch das Versprechen einer klimaneutralen WM, das scheint kaum aufzugehen. Wie man unter diesen Vorzeichen nun zum Turnier in Katar steht, ob man die Spiele schaut oder nicht, das ist natürlich jeder und jedem von euch selbst überlassen. Naja, und den Ausrichtern, denen dürfte diese Frage ohnehin ziemlich egal sein. Den Preis dieser Weltmeisterschaft, den zahlen am Ende nämlich ganz andere Leute. Wenn ihr sagt, das war mir jetzt genug von der WM und Fußball, dann findet ihr hier ein anderes Video aus dem Funknetzwerk. Oder aber ihr bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal und findet hier unten das Video von letzter Woche. Macht's gut, tschüss!